10.000 Fehler gefunden. Cool. Eine zwei Seelen erhalten, Les. Grauer Schlüssel. Ah. Dieser Gesichtsdruck reicht mir noch nicht, du Wicht. Na los, zieh eine Grimasse und brabble sowas wie: Das ist unmöglich, wie konnte dir nur so stark werden? Das werden wir schon noch aus ihm herausprügeln, Asuka. Wir haben dich gewarnt, uns nicht zu unterschätzen. Und jetzt zahlst du den blutigen Preis dafür, uns ignoriert zu haben. Noch irgendwelche letzten Worte, Pharao Ustra? Nur dies eine Narren. Na schön, hat das irgendjemand nicht kommen sehen? Ja, ich! Ich dachte, wir hätten ihn! Was hat er gemacht? Es sah so aus, als hätte er fast die gesamte Macht der Tafel absorbiert. Ich schätze, wenn die Eras wüssten, wie abhängig ihr verhasster Pharao von ihrem Zauber ist, um ihre Schöpfung zu besiegen, würde ihnen wohl vor Stolz das Herz aufgehen. Na wunderbar! Jedenfalls haben wir jetzt einen Grund mehr, diesen im Pokémon-Link in Stücke zu hacken. Benötigen die Macht der Tafel. Nicht, dass wir noch einen weiteren Grund bräuchten. Spottet nur, ihr sterblichen Kümmerlinge. Es ist nicht von Bedeutung, woraus ich meine Macht beziehe. Nein, wichtig ist nur, was ich jetzt bin. Der Gott des goldenen Volkes. Nein, ich bin das goldene Volk. Und bald schon werde ich noch so viel mehr sein. Prachtvolle Pyramiden werden sich erheben, goldene Sandmeere, Wälder und Städte verdrängen. Die Ozeane werden wie die prachtvollsten Topasse schimmern und jedes Lebewesen wird mir dafür danken und mich bis in alle Ewigkeit anbeten. Dann wird die Erdenkugel nicht länger blau, sondern golden erstrahlen. Nette Rede. Ich bevorzuge jedoch blutrot oder grau-schwarz. Und mehr gibt es zur Vision dieses Wahnsinnigen wirklich nicht zu sagen. Goldenes Volk, Gott, Steintafel, Varonen, gut oder böse. Das ist mir alles völlig egal. Erledigen wir, wofür wir hergekommen sind. Noch bist du uns nicht los, Gott. Noch lange nicht. Bedauernswerte Missgeburten. Meine erste Handlung als neuer Schöpfer solle sein, euch blasphemischen Kreaturen ein heiliges Urteil zukommen zu lassen. Spürt die Liebe eures Gottes. Kampfvorbereitung. Speichern. Wir benutzen natürlich wieder einen Vampirstein. Und zumindest, damit der Anfang des Kampfes stärker leichter wird, benutzen wir wieder unsere Ausrüstung. Also legen sie wieder an. Das ist jetzt Nyria, die kriegt die Krone. Elaine kriegt den zweiten Spiegelhelm und Antonius Armband und du kriegst den Vampirhelm. Er hat sowieso schon Abwehr 999. Egal was. Dann braucht er nicht zwingend Schutz vor Verwirrung. Schutz vor Elementaren. Elementarresistenz. Hab hier Blutverbrauch. Und plus 100 Geschick. Ich glaube, den nehme ich, Leute. Wobei, der senkt den Angriff. Da ist sonst nichts außer Elementarresistenz. Hier nichts außer Schutz vor Verwirrung. Hier nichts außer Schutz vor Elementaren. Also irgendwie glaube ich, die beiden sind so ziemlich gleich. Hier erhöht noch den Angriff um 50. Halbiert Blutverbrauch, aber hat keinen negativen. Okay.
plus den Regeneration, minus den restlichen. Oh nein. Ich glaube, ich gebe ihm Talamun. Und dann natürlich den Spiegelring. Nein. Er kriegt einfach doch den Vampirhelm. Was für eine Musik war da eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund? Mir ist gerade zuletzt aufgefallen, dass es Deutsch ist. Also, dass die auch singen. Das ist jetzt nicht ganz so gut. Wir buffen uns erstmal wieder. Große Klugheit. Nervierend. Schleim. Reicht, wenn es nur auf ihm hier. Nein, Moment mal! Ich hab nicht aufgepasst, Leute. Ich hab gedrückt und in dem Moment ist es mir gekommen. Schleim, ja, den zauber ich auf ihn und den bei den Gedanken. Zauber, also bei diesem Wort. Dachte ich mir, nein, er hat doch jetzt magische Spiegel drauf. Mist. In einer von uns ist jetzt langsam. Ich glaube, Elaine hat es getroffen. Verdammt. Weißer Schild. Wobei sie immer noch schneller als alle anderen zu sein scheint. Aber eigentlich hat Walner doch Schleim gezaubert. Naja. Schnelligkeit. Versuchen wir es zumindest ein bisschen wieder wegzukriegen. Warum kann ich gerechtes Schwert nicht machen? Was ist los? Nein! Access Violation in Module RPGRT.exe. In Width Address so und so and Offset so und so of Type Rate occurred. Leute, es ist abgestürzt. Starten wir es neu. Okay. Wer ist eigentlich Walner? Ich glaube, Walner hatte den Spiegelhelm und hier hat der Weißwölfin. Nyria hat die Krone des Menschen. Die Krone des Kriegers. Lane hatte Spiegelhelm und Antonius Armband. Aska hatte den Vampirhelm und den Spiegelring. Ich hoffe, er stürzt diesmal nicht ab. Und diesmal mache ich auch den Fehler mit Schleim nicht. Ach, diesmal hat er angegriffen. Dann kann ich den Fehler doch machen. Also, diesmal ist es nur kein Fehler. Große Klugheit. Nervierend. Schleim. Diesmal ist er nicht gebufft. Weißer Schild. Die sollen sich selbst. Okay, die heilen sich. Naja. Schnelligkeit. Jetzt kann ich wieder nicht gerechtes Schwert machen. Keine Ahnung warum. Tyrix Beste. Genügend Blut hätte sie doch. Heilige Kraft. Ausgleich des Gnoms. Lasst mich euch reinwaschen vom Schmutze der Dummheit. Ja, das dachte ich mir. So, mal sehen, was haben wir noch?
Ah, magischer Spiegel. Kräfte sammeln. Lasst mich euch umarmen. Jetzt hat der Phantom gezaubert. Das heißt, der Angriff wird wieder nicht so gut. Sind mit Buffen immer noch nicht fertig. Machen wir das. Da haben wir Regeneration. Den Zauber habe ich vorhin irgendwie gar nicht gesehen gehabt. Okay, dann... müsste einer hat jetzt magische Spiegel drauf. Die Angriffe zählen als Zauber. Das heißt, ich muss ihn angreifen. Aber gleich das Schwert geht jetzt. Ja. Dann greift sie den an. Das ist es nicht. Ich habe vergessen, dass auch ein 1, auch das als Zauber gilt. Aber Leute, Access Violation Module RPG RTX in Width Address so und so und Offset so und so auf Type Read Occurred. Das Spiel ist schon wieder abgestürzt. Das ist jetzt zweimal im selben Kampf abgestürzt. Ich will das nicht. Es bringt uns sowieso nichts, Leute. Er zieht uns sowieso aus. Also ich lasse das jetzt. Nur Vampirschnell und dann weiter. Jetzt ist Nyri auch nicht stumm. So. Wobei es uns doch am Anfang einen leichten Vorteil gibt. Naja. Große Klugheit. Schleim. Weißer Schild. Nervierend. Au. Schnelligkeit. Was hatten wir schon? Heilige Kraft. Ausgleich des Gnoms. Lasst mich euch reinwaschen vom Schmutz der Dummheit. Oh, der nächste, der dran ist, macht sofort einen ewig währenden Trank. Heilige Kraft. Auch heilige Kraft. So, Nyrvirend war dran. Tyrix Beste. So, wo war sie denn jetzt? Große Klugheit hatte sie gemacht. Schnelligkeit, weiß ich gerade nicht, ob sie schon gemacht hatte. Doch, hat sie gemacht. Hat sie gemacht. Weißer Schild war schon. Magischer Spiegel wäre jetzt gut. Ja, das war sehr gut gerade. Heilige Kraft. Die normalen Angriffe machen 0 Punkte Schaden, Leute. So, Kräfte sammeln. So, heilige Kraft ist ja fertig. Okay.
Aska greift an. Schrei der Leidenden. So, normale Heile. Nein. Heilende Regeneration. Kraft. Okay. Todeslicht. Nein, Moment mal. Normaler Angriff ist besser. Bei Walner. Du machst die Klingen wobei. Bei den Gegnern funktioniert vielleicht das goldene Gift. Schrei der Leidenden. Vergebens. Mein Blut wird ewig. Magischer Segen? Machen wir das als nächstes. Irgendwie möchte ich jetzt wieder heilen. Ach ja. Mache ich doch gleich mal. Ewig während er trank. So, Klingenrunde. So, magischer See. Ah, dann sind wir fertig hier. Dann machen wir jetzt wieder den magischen Spiegel. Schrei der Leidenden. Oder drei greifen an, das mag ich gern. Klingenrunde. Magischer Spiegel. Schrei der Leidenden. Wir bräuchten eigentlich auch wieder Regeneration. Da. Klingenrunde.